Bei Reinigungsarbeiten in einer Kläranlage im Süden Russlands ist es zu einer Tragödie gekommen. Mindestens 10 Arbeiter starben aus noch ungeklärten Gründen in einem rund 10 Meter tiefen Becken. Mehrere weitere Menschen gelten als vermisst. 2 Arbeiter wurden in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Als Ursache des Unglücks wurde ausgetretenes Methan vermutet. Mehrere Gerettete hatten über Unwohlsein und Schwindel geklagt. Zu den Todesopfern gehören auch mehrere Arbeiter, die versuchten, Kollegen aus der Tiefe zu bergen. Die Behörden ermitteln unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften.